Servus Freunde, einen wunderschönen Ostermontagmorgen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Programmer und herzlich willkommen zum neuen Shop-Video. Wie ihr seht, der Shop hat geupdatet. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz links an. Hier haben wir den Sanctum-Skin. Den habe ich mir nach wie vor nicht geholt und ich werde ihn mir wahrscheinlich heute zuschlagen. Ich finde diesen Skin richtig nice mittlerweile. Er gefällt mir richtig gut. Die Frisur finde ich auch nice. Die Augen finde ich richtig nice. Also ich glaube, ich werde heute zuschlagen. Mir gefällt dieser Skin schon sehr und ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich zuschlagen werde. Dann habe ich hier Mondaufgang, die Spitzhacke Mondaufgang. Finde ich ein bisschen teuer, aber ich finde sie richtig nice. Ich nehme an, das sollen Fledermausflügel sein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt 1200 V-Bucks wert ist, aber sieht gut aus. Dann haben wir hier die Dämonika. Die Dämonika finde ich richtig nice. Die habe ich euch in einem Gameplay-Video vorgestellt. Das Video werde ich euch unten in die Videobeschreibung setzen. Und hier oben rechts werde ich euch auch noch einmal verlinken. Schaut es euch an, wenn ihr euch für die Dämonika interessiert, aber noch nicht sicher seid, ob sie euch zulegen sollte oder nicht. Das Video wird euch auf jeden Fall bei der Entscheidung helfen. Ich finde sie ja richtig nice. Ihre Klamotten glühen, ihre Stiefel brennen unten am Absatz. Richtig nice. Sie hat Hörner. Ja, ich weiß nicht, mir gefällt das Skin sehr. Dann hat sie auch noch Flügel, die sehen auch nice aus. Jetzt nicht mega nice, sie stehen hier, aber ich bin jetzt nicht unbedingt dieser Fan von diesen Flügeln. Ja, keine Ahnung. Steht hier aber trotzdem. Dann haben wir hier die heiße Hacke. Ja, ich feiere diese Spitzhacke nicht unbedingt so sehr. Man sieht Gitarrenseiten, das soll ja irgendwie so eine komische Teufelsgitarre sein. Keine Ahnung, was sonst sein soll. Gefällt mir soweit okay, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Fan davon. Diese Spitzhacke seht ihr übrigens auch im Video. Schaut es euch an, falls euch diese Hacke interessiert. Dann haben wir hier die neue Lackierung Hitze. Das ist die zweite animierte Lackierung von Fortnite. Ja, bin mal gespannt, wie sie auf den Waffen aussieht. Okay. Ah ja, das sieht ja nice aus. Das war jetzt kein großer Effekt, aber sieht nice aus. Ja, ganz leicht, ganz dezent sieht man, wie sich das Feuer oder was auch immer da bewegt. Es glüht. Ja, sieht nice aus. Mhm. Okay. Ja. Ja, gefällt mir. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Ich werde die Lackierung auf jeden Fall holen und werde sie euch dann auf den Waffenfahrzeugen vorstellen. Ja, gefällt mir. Dann habe ich hier den Archetypen. Ich finde diesen Skin so vom Style her auch in Ordnung. Nur diese Maske stört mich. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das Backbling sieht auch in Ordnung aus. Ja, ist in Ordnung. Kann man es ja antun. Dann haben wir hier das Emote Wackeln. Ja, ich weiß auch nicht. Ist in Ordnung, aber ich werde es mir nicht holen. So sehr haut mich das jetzt nicht um. Und dann gibt es einen neuen Hängegleiter, Globetrotter. Ja, so ein Gleiter mit so einer Weltkarte oben drauf. Ja, ist in Ordnung, aber haut mich jetzt auch wirklich nicht vom Hocker. Ich weiß nicht. Nein, ist nicht so meins. Die Spitzhacke quietsche. Ja, ich muss sagen, sie ist lustig auf jeden Fall. Das Quietschen würde mich auf die Dauer stören. Das wäre absolut nichts für mich. Und 1500 V-Bucks für etwas, das einen stört. Ja, ich weiß nicht. Eher nicht. Die Dschungelspeerin ist auch wieder dabei. Ja, die finde ich eher weniger nice. Die gefällt mir jetzt nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Farben sind auch wieder nicht so glühend, glänzend, leuchtend, keine Ahnung. Ist jetzt nicht wirklich meins. Ja, das mit den Dreck an dir und ja, das mit diesen Strichen unter den Augen und so weiter. Sieht schon nice aus, aber ansonsten ist nicht so wirklich meins. Und als letztes haben wir die Shaolin-Pose, Shaolin-Setup. Ist in Ordnung für 200 V-Bucks, kriegt den animiertes Emote, ist in Ordnung. Ja Freunde, das war's mit dem Shop, es ging relativ flott. Ich habe mir die letzten 2-3 Tage den Luxus gegönnt, ein bisschen später aufzustehen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, wir haben Feiertage und deswegen haben wir gedacht, okay komm, machen wir auch ein bisschen später den Shop. Okay, gut, das wär's dann damit. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag noch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Ostermontag. Haut rein, habt einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.